Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein Dorf im ländlichen Sachsen-Anhalt. Peter Müller stürzt und bewegt sich nicht mehr. Ein Kammerflimmern versetzt ihn in eine sofortige Bewusstlosigkeit. Nach nur 3 Minuten sinkt seine Überlebenswahrscheinlichkeit mit jeder Minute um etwa 10%. Sein Gehirn wird nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Einzelne Bereiche sterben ab. Seine Frau wählt in Panik den Notruf, weiß aber ansonsten nicht, was sie tun soll. Nach etwa 2 Minuten geht der Notruf bei der Leitstelle ein. Nach etwa 17 Minuten trifft der Rettungsdienst ein. Die Hilfsfrist konnte aufgrund der großen Entfernung und einer Überlastung des Rettungsdienstes nicht eingehalten werden. Für Peter Müller war diese Zeit zu lange. Sein Körper hat die lange Zeit ohne Sauerstoff nicht überlebt. Er stirbt. 3 Straßen weiter befand sich zur selben Zeit ein Ersthelfer des DLRGs, bestückt mit einem Defibrillator, Notfallkoffer und dem wertvollsten überhaupt, dem wertvollsten, was man in diesem Moment haben kann, nämlich dem Wert an medizinischem Fachwissen. Der Notruf von Frau Müller jedoch ging ausschließlich an den Rettungsdienst, sodass der Ersthelfer nicht von diesem schrecklichen Vorfall erfahren konnte. Der Hilferuf von Peter Müller blieb für den Ersthelfer ungehört. Und liebe Kollegen, solche Fälle sind keine Horrorszenarien, sie sind Realität. Nicht irgendwo auf der Welt, sondern hier bei uns in Sachsen-Anhalt. Jeder 5. Rettungsdienst bei uns konnte die Hilfsfrist nicht einhalten und war zu spät am Unfallort. Die Ursachen sind gerade in den ländlichen Regionen vielfältig und nur schwer zu beheben. Doch auch wenn der Rettungsdienst die Hilfsfrist einhält, heißt das nicht, dass ausreichend Zeit war. Denn bereits nach wenigen Minuten können bei Kammerflimmern, bei Herzstillständen und ähnlichen Krankheiten Hirnschäden auftreten, die man nie wieder beheben kann. Der Patient, der Vater, die Mutter, der Mensch, er bleibt auf alle Lebenszeit ein schwerer Pflegefall. Und jetzt debattieren wir in diesem Haus natürlich seit Jahren darüber, wie wir die Hilfsfrist besser einhalten können, wie wir die medizinische Versorgung vor allem in ländlichen Räumen sicherstellen können. Das ist gut, das ist wichtig. Dabei liegt eine flankierende Hilfe in greifbarer Nähe und sie besteht bereits. Wir müssen diese Hilfe nur greifen. Eine Unterstützung, auf die andere Bundesländer seit Jahren und Jahrzehnten erfolgreich vertrauen. Organisierte Ersthelfer, Voraushelfer oder auch First Responder. Organisierte Ersthelfer sind ehrenamtliche Bürger mit einer entsprechenden Sanitätsausbildung, die sich in Vereinen wie dem DRG, dem DRK oder auch der Freiwilligen Feuerwehr oder vielen weiteren der wertvollen Hilfsorganisationen zusammengeschlossen haben. Sie besitzen die Ausbildung zur Ersten Hilfe, sie sind über ihren Träger versichert und durch die wohnortbedingte Nähe oftmals in wenigen Minuten am Unfallort. In vielen Bundesländern wie Thüringen, Bayern oder Hessen sind organisierte Ersthelfer fester, ergänzender und das betone ich, ergänzender Bestandteil der Versorgungsstruktur. Wohlgemerkt immer flankierend und ohne Einfluss auf die Hilfsfrist. Und genau das fordern wir als AfD-Fraktion auch für uns hier in Sachsen-Anhalt. Wenn der Notruf eintrifft, wird dieser parallel zum Rettungsdienst auch an die Erste-Hilfe-Organisation vor Ort gesendet. Diese wird über einen Pieper oder ihr Handy informiert und die Kollegen entscheiden dann persönlich, wer in welcher Zeit parallel zum Rettungsdienst zum Unfallort eilen kann. Somit besteht die Wahrscheinlichkeit und vor allem die Chance, dass im selben Ort und innerhalb weniger Minuten oder teilweise sogar Sekunden gehandelt werden kann. Uns ist vor allem ein Fall aus der Altmark bekannt. Ein Mitarbeiter eines Baumarktes in Salzwedel verstarb, nachdem der Rettungswagen nach 35 Minuten am Unfallort eintraf. Auch das war natürlich zu spät. In diesem Zusammenhang wollten sich junge Mitglieder des DLRGs aus der Altmark wollten ihre Fähigkeiten einbringen. Sie gingen auf den Altmarkkreis Salzwedel zu mit der Bitte, mit der einfachen Bitte, bei zukünftigen Notfällen informiert zu werden. Nicht mehr und nicht weniger. Die Einsatzausrüstung stellt der Nachwuchs des DLRGs übrigens selbst. Die Transportmittel, einen professionellen Notfallkoffer und einen eigenen Defibrillator. Die Versicherungsfragen sind über den DLRG umfassend geregelt. Leider sind die jungen Helfer aus der Altmark bis heute nicht an die Leitstelle angebunden. Der Altmarkkreis Salzwedel winkte ab, es sei keine Rechtsgrundlage in Sachsen-Anhalt in dieser Form gegeben. Und liebe Kollegen, genau diesen Umstand möchte ich hier und heute mit Ihnen gemeinsam ändern. Ich möchte, dass wir Helfern die Möglichkeit und vor allem die Chance geben, Leben zu retten.
Ich möchte, dass jede Hand in unserem Bundesland gegriffen wird, die mit anpacken möchte. Und liebe Kollegen, lassen Sie es uns 11 Ersthelfern ermöglichen, ihre wertvolle Arbeit einzubringen, zum Wohle der Patienten und vor allem mit großem, großem Dank für diese wichtige und ehrenamtliche Aufgabe. Dankeschön.